Wunderschönen guten Tag, liebe Boys and Girls. Ich begrüße euch mit meiner sexy Moderatoren-Late-Night-Stimme zu einer neuen Folge Barbecue Madness. Schön, dass ihr dabei seid, Leute. Heute wird's mal wieder richtig krass, denn ihr seht's ja schon im Thumbnail, es geht um Burger Buns. Aber nicht abschalten, Leute, dranbleiben und hier erstmal Subscribe da lassen, ist ganz wichtig. Wollte ich schon immer mal vorher sagen, ne? Damit die Leute das auch nicht vergessen. Denn, Leute, es sind nicht nur irgendwelche Burger Buns, sondern es sind die geilsten, squeeziest, squishiest, mega floppy, squeezy, drücky, reingedrückt, die wieder rauskommen, die Burger Buns, die ihr jemals machen werdet. Also Leute, bleibt dran, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. So, Freunde, können wir jetzt endlich anfangen. Und warum machen wir Burger Buns? Ihr werdet sagen, ja, warum das denn? Auf YouTube habe ich schon 10.000 Burger Buns gesehen, hier von Brioche bis Castrop Rauxel. Aber Leute, diese Burger Buns sind die geilsten Burger Buns für mich, denn ich bin großer Fan. Ich glaube, der Freshman auch, der übrigens jetzt mal winkt, weil er auch am Start ist wieder, sind diese geilen Burger Buns, die so richtig fluffig eingedrückt werden können, die so wie von alleine wieder hochkommen und die halt nicht so krass teigig schmecken, also nicht so hart sind und dem Burger und das, was dazwischen ist, Raum bieten, oder? Ja, das ist richtig. Die sind eigentlich dann auch nur zum Halten. Richtig, genau. Das ist das, was der Freshman sagt, ist richtig. Wie eigentlich immer. Denn diese Burger Buns sind wirklich nur zum Halten. Die geben Struktur, halten das Ding, ihr habt ein bisschen Teig, aber halt nicht dieses Überwältigende. Auch übrigens, wenn ich öfter mal hier in so Burgerläden gehe, Freshman, da ist auch oft, ist mir zu viel Bun dran. Also das ist einfach so, hast du irgendwie so einen Moppeteig oben, so einen Moppeteig unten und dazwischen die guten Zutaten und so kommt gar nicht so richtig zur Geltung, weil du eigentlich nur so ein halbes Brotleib isst. Deswegen, Leute, viele Leute haben mich auf der Straße angesprochen und wollten einen Euro von mir. Aber ich kann mir vorstellen, dass ihr euch für sowas sehr interessiert. Deswegen mache ich jetzt mit euch, und ja, Leute, es steht hier unten drunter, wenn es jetzt losgeht, und zwar jetzt, steht unten drunter jetzt, dass es losgeht. Denn ich zeige euch meinen absolut besten Burger-Bun-Teig, den ich schon sehr oft gemacht habe. Und der eigentlich bisher immer sehr gut angekommen ist. Nicht nur zu Hause, sondern auch so auf Competitions und so. Ne? Deswegen möchte ich euch das jetzt nicht vorenthalten und wir starten jetzt. Einmal kurz das Setup, Leute. Und zwar, was brauchen wir eigentlich dafür? Das ist relativ simpel, denn wir brauchen eigentlich genau das Gleiche wie für alle anderen Burger Buns, die irgendwas mit Butterteig zu tun haben. Und zwar ist das hier natürlich Butter. Wir haben Mehl. Das ist 550er, Leute. Ist jetzt zwar ein französisches, weil wenn ihr das hier guckt, es gab mal Zeiten, wo Mehl gehortet wurde in Deutschland. Deswegen schon zum zweiten Mal. Schon zum zweiten Mal oder dritten Mal, genau. Deswegen haben wir jetzt hier bei unseren französischen Nachbarn was abgegriffen. Aber wenn hier T55 ist das, ne? Müsste draufstehen. Wenn das T55 ist, ist das 550er Mehl bei uns, also backstarkes Mehl. Das ist wichtig. Dann haben wir Hefe. Geht natürlich auch mit Trockenhefe, aber ich sag immer, mach lieber frische Hefe, ist besser. Ist schöner. Ich mag auch diesen Geruch von frischer Hefe. Echt? Ich mag den ja gar nicht. Obwohl es manchmal so riecht, als wärst du beim Camping und hättest deine Boxershorts eine Woche angehabt. Das ist so manchmal dieser leichte... Oh Gott, dann gehe ich nicht campen. Ey. Ja. Aber ich habe sowieso keine Kohle für Urlaub, deswegen, ne? Genau, oder für Unterhosen. Oh Mann, erzähl das doch nicht, das habe ich dem Vertrauen erzählt. Okay, dann natürlich Butter. Wir brauchen ein bisschen Sahne, ein bisschen Milch, wie man bei uns in Berlin sagt. Und natürlich Wasser. Und zum Bestreuen, da seid ihr die Architekten natürlich, was ihr drauf machen möchtet. Ihr könnt von Pekannüssen bis Pistazien alles rauf wemsen, worauf ihr Lust habt. Wir gehen heute mal klassisch. Einmal mit weißem Sesam, einmal mit schwarzem Sesam. Finde ich sehr, sehr geil. Dazu nachher aber noch mehr. Und natürlich Eier. Ne? Die braucht man immer. Ist immer gut, wenn man Eier hat. Freshman. Richtig. Okay, wir starten jetzt und zwar mit dem absoluten Geheimnis dieses Teiges. Ihr müsst also nicht jetzt mega lange warten, bis das Geheimnis gelüftet wird. Wir lüften es jetzt. Dieser Teig lebt
von einem Vorteig. Die Burger Buns wären so mega fluffig und squeezy, weil wir einen Vorteig machen. So, dieser Vorteig heißt in China, also es ist irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das rübergekommen ist, heißt Tangsong. Falls ihr japanische Rezepte macht oder mal japanische Milchbrötchen gemacht habt, da gibt es auch den gleichen Art Vorteig. Der heißt in Japan aber, glaube ich, Yudane. Können wir ja auch mal einblenden. Und das ist nichts anderes, um sie jetzt mal in unserer europäischen Sprache, haben wir ja nicht, aber in unseren europäischen Gefilden zu bleiben, nichts anderes als eine Wasserruh. Also Ruh ist ja immer so eine Mischung aus Wasser und Mehl, ne? Ist genau nichts anderes. Nur, dass wir es einmal warm machen und dann zu so einer puddingartigen Konsistenz verarbeiten. Da brauchen wir gar nicht viel für, Leute. Das ist relativ einfach. Und zwar 45 Milliliter Wasser, 45 Milliliter Milch und 16 Gramm Mehl. Das werden wir gleich hier draufstellen, werden das dann einrühren. Und dann wird das puddingartig. Dann lassen wir das abkühlen und arbeiten diesen Vorteig dann gleich in unseren Hauptteig ein. Wasserabsorption. Und zwar ist das ein relativ einfacher Trick, indem wir halt so einen puddingartigen Mix, so einen Ruhmix machen, speichert der halt Wasser und Flüssigkeit. Und wenn wir den halt in den Hauptteig mit einarbeiten, bleibt der Teig, ganz einfach gesprochen, Leute, ich mache jetzt hier keine krassen Formeln, E gleich M gleich C Bannquadrat, bleibt der Teig einfach feuchter und damit saftiger, wird aber gleichzeitig auch flexibler. So, das ist jetzt ganz, ganz einfach gesprochen, aber wir wollen ja nicht wieder, dass das so ein zweiteiliger Guide wird. Deswegen belassen wir es dabei. Wenn ihr Fragen habt, immer hier drunter schreiben. Und Freshman, wir gehen jetzt einfach mal in den Tangsong-Porn und zeigen den Leuten mal ganz kurz, wie wir diese Ruhe machen. Mhm. Und dann stellen wir das und lassen es ruhen. Und dann machen wir weiter. Und los! Leute, so, bevor wir jetzt hier alles zusammenpacken, denn das wird der Hauptteig, wo wir eben schon die Milch warm gemacht haben und und die Hefe mit reingepackt haben. Das hier, schauen wir mal hin, das ist jetzt quasi hier die Roux. Also, ne, ist jetzt wirklich puddingartig. Das ist genau das, was wir haben wollen. Ne, guck mal, schön Milch, schöne Glutenschicht. So, das ist der Vorteig, den wir hier mit reinpacken. Alles andere ist schon vorbereitet. Wir haben hier Zucker, den hatte ich vorhin übrigens vergessen zu erwähnen, aber der ist natürlich immer am Start. Wir haben das Mehl fertig. Butter ist am Schmelzen. Geschmolzene Butter kommt natürlich dann rein. Ihr findet wie immer alles unten drunter. Ihr wisst Bescheid, wir machen weiter. Hauptteig, Freshman ist raus. Go. So, liebe Leute, jetzt sind wir an einem Punkt, der ist vielleicht nochmal relativ wichtig. Und zwar werdet ihr sehen, wie ich das da rausgekratzt habe und alles klebt noch ziemlich. Und das ist für viele da draußen bei euch immer so ein Garant, dass er sagt, ach, das ist zu klebrig, ist zu flüssig, da muss Mehl dran. Und jetzt Mehl dran zu machen, Leute, ist der größte Fehler. Vielleicht ist das auch eine Sache, wenn ihr mal so richtig sandige, richtig, ja, wie nennt man das, reichhaltige Burger Buns gebacken habt, wo er sagt, boah, da kann ich auch noch zwei Tage später dran kauen. Ist es meistens so, weil der Bäcker oder die Bäckerin zu viel Mehl reingemacht hat, beziehungsweise die Flüssigkeit, die drin war, quasi abgeschätzt hat, gesagt hat, nee, guck mal, es klebt noch, da muss mehr Mehl dran. Und dann kriegt man irgendwann nur noch so einen Mehlklumpen, der nichts mehr mit schön Feuchtigkeit oder Fluffigkeit zu tun hat. Deswegen, Leute, Trick ab hier,
einfach weitermachen, nicht verzagen, einfach weiter kneten, denn irgendwann verbindet sich alles, Glutenstrukturen bilden sich und ihr kriegt einen schönen runden Ball, der auch dann nachher richtig gut aufgeht. Ein kleiner Trick, entweder ihr nehmt euch hier so ein klein bisschen Mehl, macht euch das über die Hände und knetet dann weiter, oder ihr könnt auch hier einfach so einen Schuss Wasser nehmen. Okay. Natürlich nicht beides zusammen. Ich wollte gerade sagen. Oder ihr nehmt euch so ein bisschen Wasser, macht die Hände nur so ein bisschen benetzen und könnt dann, wie ihr seht, hier den Teig anfassen, ohne dass mega krass das kleben bleibt. Obwohl dieser Teig, Freshman, halt mal deinen Finger da rein, ziemlich klebrig ist. Noch. Ja, der klebt. Ja, ne? Toll, danke. Okay, wir machen jetzt weiter. Ihr werdet jetzt live sehen, wie dieser klebrige Klumpen, schön verschwindet. Ist das der Mittelfinger? Nee. Nein, das ist der Zeigefinger. Okay, wie dieser klebrige Klumpen jetzt langsam zu einem unglaublich schönen, weichen und straffen Teig wird. Und wir gehen weiter, Freshman. Und doch. So Leute, knappes Stündchen gewartet, jetzt gucken wir mal rein. Ist ja erst Stadium 1 von 2. Wir haben da jetzt die Stockgare drin. Stockgare heißt, dass wir also das ganze Ding im Ganzen haben. Wir nehmen das jetzt raus und dann werden wir das ganze Ding im Ganzen in Stücke hin. Also diese Stücke rollen bzw. schleifen wir dann zu schönen runden Bällchen. Und diese Bällchen werden wir dann nochmal gehen lassen. Also das ist dann die Stückgare, denn die lassen wir nochmal gehen, schön aufgehen. Dann müssen wir nur noch so ein bisschen hier Ei verquirlen und ich mache mal einen Schuss Sahne rein. Mein Trick, damit es richtig schön dunkel und braun wird außen und nicht so hell bleibt beim Backen, ist Eigelb und ein kleiner Schuss Sahne. Das machen wir gleich auch drauf. Und dann lassen wir das quasi noch einmal gehen, dann pinseln wir das drauf und dann werden wir die Moppets hier bei 160 Grad indirekter Hitze, Leute. Und das ist das Ding. Wir haben nämlich letztes Jahr, Freshman, weißt du noch, dieses Footage hat nie das Licht der Welt erblickt. Vorletztes Jahr haben wir mal Burger Buns, Brioche Burger Buns allerdings gemacht. Und da habe ich den Epic Fail gemacht. Und dachte, glaub, wir haben Pizzastein reingegeben. Ich habe, glaube ich, von Hitze von unten angemacht. Ich weiß nicht warum. Manchmal habe ich so Aussetzer. Die waren oben, war das noch Teig und unten waren die knusprig. Ja. Ja, wie so eine Eistüte, weißt du, unten ein Hörnchen, oben noch Eis. Genau, deswegen haben wir das alles wutentbrannt weggeschmissen und natürlich ist man danach schlauer. Und natürlich, Leute, indirekt. Und wir werden für die Leute, die auf Nachhaltigkeit pochen, mache ich auch. Aber nicht nur, weil ich kein Backpapier mag, sondern wir nehmen hier diese wunderschönen Silikonbackmatten, Freshman. Kennst du die? Ja, ich habe die schon mal gesehen, ja. Willst du mal anfassen? Die sind so ein bisschen sticky immer oben drauf. Ja. Also, fühlt sich komisch an. Ja, es fühlt sich komisch an, ist aber so. Und diese Backmatten sind unglaublich geil, weil erstens, ihr könnt sie immer wieder verwenden. Zweitens, ihr könnt sie einfach abwaschen. Und drittens, es pappt wirklich nichts an. Egal, ob ihr flüssige Teige oder wenn ihr mal Macarons zu Hause machen wollt oder wenn ihr irgendwie hier normale Sachen aufpackt, könnt sogar Pommes draufpacken, es haftet und klebt nichts an. Deswegen nehmen wir Backmatten, Freshman, und die werde ich gleich an. Vielleicht kann das mal gleich zeigen. Hier ist das Ding. Ich werde die dann hier so reinlegen. So. Und dann links und rechts die Brenner anmachen und wir werden auf 160 bis 170 Grad indirekte Hitze hochgehen. Das heißt, ich würde sagen, ich hole das Ding raus, ich portioniere, ich schleife. Da können wir gleich nochmal ganz kurz dann den Leuten sagen, wie das mit dem Schleifen richtig funktioniert. Bis dato seht ihr aber alles im Schnelldurchlauf.
Freddy, da wurde. Übertreib doch nicht wieder. Hier dieses Schleifen, ne? Ja. Wie funktioniert das jetzt genau? Hast du ja gesehen. Ja, okay, genau. Perfekt, danke. Spaß. Du willst nochmal genau sehen, wie man das macht, ne? Ja. Okay, für alle Leute, die das noch nicht gemacht haben, eigentlich ist es relativ easy. Freshman, willst du vielleicht gucken, wir haben noch zwei Dinger. Das sind die etwas größeren. Ich habe jetzt hier kleinere Bällchen gemacht und das sind so 140 Gramm Bällchen. Die anderen sind ein bisschen kleiner, die sind so 60 Gramm, 60, 70 Gramm. Das wäre ein bisschen größere Burger-Bun-Brötchen. Soll ich das einmal zeigen und du kommst dann rum und machst den letzten? Ja, machen wir. Ja? Ja, okay. Also eigentlich ist es relativ simpel. Ich gucke, dass ich den so ganz leicht platt drücke. Das habt ihr ja gerade schon im Foodporn gesehen. So, und mach den schon mal so ein bisschen rund. Ich drücke nicht so drauf, sondern wirklich nur so, dass ich so eine Diskus habe. Und dann bringe ich die Seiten zur Mitte. Das heißt, ich ziehe hier so ganz leicht dran, klappe es in die Mitte. Ich nehme hier die nächste Ecke, die ich sehe, klappe es in die Mitte. Hier wieder Ecke. Ich forme ja gleichzeitig Ecken. Siehst du das, Freshman? Mhm. Und wieder hier hin. Immer so ganz leicht ziehen und dann zur Mitte bringen. Guck mal, hier steht wieder was ab. Und das machst du so lange, bis du halt eine runde Form hast. Guck mal, hier steht noch was ab. Das ist erstmal nicht so schwer. Ne? Guck mal, sieht schon ganz gut aus. Dann haben wir hier meistens noch so einen Salat und den drücke ich dann einfach zusammen. Also wie so ein Dumpling. Mhm. Guck mal, drücke ich den zusammen, ziehe hier, nehme so ein bisschen von der Seite das noch mit. So, drücke die Luft raus, auch ganz wichtig. Und dann haben wir die Basis, um zu schleifen. Das nennt man dann Schleifen in der Fachsprache. Und das ist nichts anderes, als dass ich dann die Seite, also hier oben habe ich zugemacht, ne? Ich lege quasi diese Seite nach unten, damit die auch schön beim Schleifen nochmal schließt. Und dann mache ich die Hand zu so einem Seacoast. Oder wie nennt man das? West Coast? M-Coast? Seacoast? Oder so? Ich kenne mich da nicht so aus. Freshman ist der Rapper. Merke ich schon. Und ja, komm mal ran auf den Meter. Ja. Dann lege ich das quasi hier so in meine hohle Hand. Mhm. Und wichtig ist, dass ich nicht einfach so mache, sondern wirklich führe das Bällchen. Also guck mal, siehst du, mein Daumen ist auch essentiell, weil ich schiebe das hier durch und nehme dann den Daumen und gebe dem wieder den Spin zurück, ne, damit ich diese Kreisbewegung mache. Also es sieht so geht das dann langsam. Und wichtig ist, ich ganz leichten Druck, also ich drücke das nicht runter. Und ich drücke aber auch gar nicht, weil ich möchte durch den ganz leichten Druck dem eine Form geben. Nach oben. Das heißt, guck mal, siehst du das? Ja, sehe ich. So, ich zeige dir das nochmal ein paar Mal. Du kannst das, dann schleifst du das einfach so lange, bis du eine richtig schöne glatte Oberfläche hast. Und da sage ich dir, das wird beim ersten Mal vielleicht noch nicht so ganz rund laufen. kleiner Wortwitz. Aber Leute, übt das 4, 5, 6, 7 Mal, ihr werdet immer besser da drin. Ich schwöre es euch. So, guck mal, Freshman. Und wenn du das dann ein paar Mal gemacht hast, siehst du, guck mal, haben wir ein unglaublich schönes Bällchen. Es ist rund, es hat eine glatte Oberfläche, hier sind Luftblasen drin, die können wir dann einfach so ein bisschen aufreißen. So. Ne? Wir haben unglaublich schöne glatte Oberfläche. Und das ist quasi das Ausgangsprodukt für ein unglaublich schönes, gleichmäßiges Burgerbun. Eine Sache ist noch wichtig, die Unterlage. Also sie darf nicht zu glatt sein, Leute. Also wenn ihr jetzt irgendwie so gerade frisch gebohnerten Marmor habt oder so, kann es sein, dass er das einfach so hin und her schiebt. Auch so Plastikbrettchen sind meist nicht so ganz gut. Holzunterlagen ist, glaube ich, somit das Beste, was er machen könnte, sonst irgendwie Küchentisch. Also guck mal, Fischen, geh mal hier drüber mit der Hand. Du merkst ja, das hört man schon. Es ist ja, also es ist nicht mega glatt. Lieber eine etwas rauere Oberfläche und auch so wenig wie möglich Mehl, am besten kein Mehl. Wenn ihr gut gearbeitet habt und die sind wie hier, braucht ihr überhaupt kein Mehl, weil es klebt nichts mehr an der Hand, ist alles verbunden. Okay, Freshman, willst du den Boys and Girls draußen mal zeigen, wie du hier am Abrollen sein kannst? Immer. Und weil du es bist, Freshman, lassen wir den Jan, den Prakti, filmen. Und der darf uns davor aber auch noch zwei Bier bringen, während du hier rollst. Das ist nicht klasse. Ja, das ist ein ziemlich guter Plan. Ist irgendwie wie Backkurs. Na, ja, dann komm mal rum. Gut. So, Prakti am Start, guck mal, Freshman. Lange nicht gesehen. Ja, das ist aber für die Leute ja nicht. Das stimmt. Du mal hier so zwischendurch. Ist geil, hatten wir ja so mittendrin, ne? Nee, ist Prakti, was ist denn eigentlich mit den Bieren? Gar kein Problem. Ach, perfekt. Oh, danke. Der dreihändige Jan. Guck mal hier. Arschlecken, danke, Digga. So, machst du? Grüße gehen raus. Ja, das ist, weil du schief hältst. Der Alex hat das super gebaut, siehst du?
Gut, so. Hat das aufbekommen. Erstmal Prostata. Ist aber kalt, ey. Mhm. Oh, Brain Freeze. Okay, geht schon wieder. Okay, Freshman. Arschlänge schmeckt. Dann okay. Zeig doch mal, was du gelernt hast hier. Du hast mir jetzt natürlich vorher nicht erklärt, wie das funktioniert. Das ist jetzt natürlich... Ja. Also. Hier, Jan, komm da mal ran. Guck mal hier, du hast noch eine Scheibe, ne? Ein Diskus, wie du... Ja. Das steht noch zum Discuss, ob wir... Egal. Ist so ist schon dick genug, oder? Ja. Also dünn genug, meine ich. Ja. So, und jetzt? Immer von Ecke zu Ecke, ne? Mhm. Ist wie beim Fußball. Dann man merkt, du bist nicht so ein... Und dann steigst du ab. Wo ist mein Fehler? Ja? Du, ich kenne dein wenn ich Fehler mache. Ich hab's noch nicht gesehen, aber sieht ganz gut. Ja? Ich kenne dich doch. Es klebt ein bisschen an meinen Pfoten. Ja, das geht. Aber ich habe auch frisch gewaschen. Das geht weg. Du hast bestimmt hier wieder so... Kenn ich doch. Das ist doch wieder Rituals. Hier Handcreme oder so? Creme de la Mer. Und jetzt ja, genau. Nimm die mal richtig schön so Dumpling, wie so ein Dumpling machen. Zusammen. Ja, eher nicht so, sondern nur nach oben. Also, dass du zu einem Nippelpunkt oben formst. Guck mal, das kann er plötzlich. Guck mal, wie der am Kneten ist hier. So? Das sieht gut aus. Okay. Jetzt lege ich dir da hin. Genau. Ne? Und jetzt? So, ich komme auf die andere Seite. Warte. Ja, das sieht gut aus, Freshman. Sehr gut. Sehr gut. Guck mal, das hast du geübt die letzten 4 Wochen. Als du meinen Drehplan gesehen hast, dass wir das heute machen. Das sieht super aus. Sieht sehr gut aus. Ja. Guck mal, hier, Fresh. Aber ich muss was gestehen, das hat meine Oma mir früher beigebracht. Echt? Das ist aber wirklich, also da ich das gemacht habe, das letzte Mal ist bestimmt 20 Jahre her. Okay, wie würdest du denn das, ist immer gut nochmal eine andere Meinung zu, wie würdest du das beschreiben, was du da machst? Weil das ist immer ein bisschen intuitiv. Also ich würde einfach wirklich die Hand aufs Brett und dann die Hand kreisen und dann merkst du irgendwann, dass sich das in deiner Hand dreht und wenn sich's nicht dreht, spürst du auch. Also, ja, dass man Kreisbewegung macht, ist schon klar. Guck mal, wenn ich doch jetzt lass doch mal. Wenn ich so mache, weißt du, ich merke ja, dass das immer quasi vom Daumen bis zum kleinen Finger so rumläuft. Schon den Kontakt immer. Genau, dran, ne? Genau. Aber ich meine, wenn du jetzt so machst, also ich glaube, das muss man einfach intuitiv irgendwie machen. Ja, Übung macht den Meister, Leute. Der Weg ist das Ziel. Ne? Wer nicht aufsteht, hat schon verloren. Oder gut, so. Okay, Verschmiss. Danke. So, okay. Ja, guck mal, also unsere Bällchen sehen schön aus. Ich mache am Ende immer noch für die perfekte Rundung, nehme ich die nochmal so, Freshman. Mhm. Ja, guck mal hier. Ja, deinen machen wir auch noch. Deiner sieht schön aus. Mhm. Muss ich ja auch mal neidvoll anerkennen. Wie lange lassen wir die jetzt nochmal, wenn das eine Stückgare, Stückgaren ist. Das ist jetzt Stückgare, genau. Die lassen wir jetzt nochmal eine gute halbe Stunde. Okay. Wie gesagt, hier ist ein bisschen kälter, vielleicht ein klein bisschen länger. Und dann können wir aber auch schon direkt backen. Also ich werde dann zwischendrin quasi das schon einstellen. Ich werde hier die Eimischung schon mal anrühren. Und die Moppets setzen wir jetzt einfach jetzt schon. Auf die Matte. Auf die Matte und dann müssen wir die dann nämlich auch gar nicht mehr bewegen. Wichtig ist, hier gehen wir nochmal drüber. Wichtig ist, dass ihr die nicht zu nah setzt, wenn ihr nicht dieses, ich möchte die auseinanderbrechen, weißt du, diese Kanten. Also wie Slider. So wie Slider haben wollt. Deswegen guckt, dass ihr die hier so ein bisschen weiter auseinandersetzt. Sehe ich auch was. Ja. Ich setze die auch so ein bisschen klein und groß. Ja. Das, glaube ich, passt perfekt. Das stelle ich jetzt im anderen Grill warm. Mhm. Also was heißt warm? Ich mache einen Deckel zu, damit da keine Zugluft ist. Und dann sehen wir uns wieder, wenn die hoffentlich richtig schön aufgegangen sind.
so Leute, so schaut die Chose hier aus. Guck mal, Freshman, das sieht man gar nicht gut aus. Das sind die beiden großen, das sind die kleinen. Ich glaube, das ist klar, ich weiß nicht, ob man das so sieht. Manchmal sehen ja auch manche Sachen kleiner aus, als sie eigentlich sind. Deswegen wollte ich nochmal darauf gezeigt haben. Okay, Freshman, so jetzt pass auf. Backpapier, wie schon gesagt, geht natürlich auch. Aber ich möchte dir einmal zeigen, wie wunderschön das hier abgeht. Ich habe noch nichts angefasst. Ja. Ich kenne sie nicht, wir haben uns noch nie gesehen. Ich habe das noch nicht angefasst. Aber guck mal wirklich. Guck mal. Krass. Also, ja, gut. Ne? Das hier übrigens, das ist natürlich hier das Eigelb, was ein bisschen runtergelaufen ist. Es könnte aber, wenn das ein bisschen härter geworden ist, beziehungsweise abgekühlt ist, könnte das hier einfach abschnipseln. Und dann legen wir das hier kalt, beziehungsweise zum Auskühlen, auf so ein Gitter. Freshman, warum legen wir das auf so ein Gitter? Das ist nämlich auch ganz essentiell. Ja, das kenne ich vom Toaster. Weil sonst werden die unten immer matschig. Genau, richtig. Guck mal, legen die hier drauf. Also, wenn das nicht schön ist, weiß ich aber auch nicht. Das sind halt jetzt wirklich die großen Buns, ne, die kleineren. Also ich bin ja mal ein Fan von so kleinen Burger Buns, wo man dann lieber ein Doppelpatty oder so reinmacht. Genau. So, ich bin Fan von den großen, in die man Doppelpatty macht. Das weißt du aber. Typischer Freshman. Genau. So, Leute. Also, das Schöne ist, die Matte einmal abwaschen. Also, wir verkaufen die gar nicht. Warum brauchen wir überhaupt nicht so viel Werbung dafür zu machen? Ich find, die Matte ist okay. Die Matte geht so. Ne? Viel geiler sind die Buns und diesen Grill. Blende ich hier oben ein. Dieser Grill ist ein guter Grill. Na, ist er wirklich. Aber guck mal. Wie haben wir das jetzt abgepasst, dass die auch durch sind, Freshman? Das will ich nur zeigen. Das ist auch relativ easy. Einfach den, ein langes Stäbchen, Holzstäbchen-Test machen. Wenn sie natürlich noch drin sind, wenn ihr schon eine Viertelstunde gut drum ist und ihr sagt, ja, ich will mal gucken, wie heiß ist es drin, einmal hier reinpieken. Wenn nichts mehr dran anklebt, wie hier, kein Teig mehr dran ist, nichts, es auch sich nicht mehr feucht anfühlt, dann ist es gut. Macht nicht den Fehler zu sagen, ah, die fühlen sich von außen, Freshman, guck mal, ich squeeze die hier mal, so leicht, die fühlen sich ja noch voll so an, als wären die weich, beziehungsweise die aber, nicht durch. Ne? Die sind aber wirklich squishy. Die sind wirklich squishy. Willst du nochmal hier, Jan, guck mal, du darfst endlich mal, willst du mal an den Buns kneten? Sehr gerne. Willst du auch mal anfassen? Wow. Wow. Genau deswegen haben wir ihn eingestellt, Leute. Macht also nicht den Fehler zu sagen, ah, die fühlen sich aber noch ganz wabbelig quasi und weich außen an, ich lasse die länger drin. Weil dann habt ihr wieder das Problem, es wird zu hart. Ne? Genauso wie mit dem Mehl, nicht zu viel Mehl reinmachen und nicht zu lang drin lassen. Stäbchenprobe, fertig. Freshman, Viertelstunde auskühlen lassen, dann habt ihr die wunderschönsten Burger Buns ever. Ich werde jetzt gleich, wir machen nochmal so ein schönes, weißt du, diesen Burger, den wir immer machen. Mhm. Ich lasse die 10 Minuten auskühlen und dann müssen wir natürlich einmal probieren noch. Und ich möchte ja auch nochmal zusammendrücken, damit ihr seht, wie wunderschön die sind. Und wenn die abgekühlt sind, einfach in Toppitz-Tüten packen, ab ins Gefrierfach und ihr habt immer mega geile Buns am Start. Dann gehen wir jetzt in die Transition. Ich trinke hier noch ein Bier und achso, Jan, ich habe eine Überraschung für dich. Guck mal hier, Bezahlung. Butter schenke ich dir, kannst du mit nach Hause geil. Nehmen. So viel? Ja. Ach, mega. Heute ist mal ein guter Tag. Also, Burger Buns sind ein bisschen ausgekühlt. Wollen wir doch mal den Test hier machen, Freshman. Ja. Ready? Ready. Guck mal hier, Freshman. Wie squeezy, squishy. Und es kommt wieder hoch, das ist schon mal ein guter Garant. Ich schneide jetzt hier einfach mal was auf. Die sind jetzt aber noch nicht ganz ausgekühlt. Die sind leider noch nicht ganz ausgekühlt. Aber uns drängt ja so ein bisschen die Zeit. Ne? Deswegen, aber guck mal. Wonderful innen drin. Oh, ich zeig das nochmal. Siehst du das? Und der Geruch ist einfach nur mega geil. Willst du ein Stück probieren, ja, Freshman? Sehr gerne. Ich schneide mal hier einfach so die Hälfte ab. Guck mal, kannst du nochmal die Kamera halten? Ist immer so. Ist kein Brioche. Es ist nicht mega butterig. Es ist nicht mega brioches. Briochisch. Ganz fein. Unglaublich weich. Also es ist, als würde man in eine Wolke beißen. Sesam ist geil, weil das so ein leichter Crunch ist. Mega lecker. Unglaublich leckeres Burger Bun. Jetzt noch irgendwie Smash Patty, ein bisschen Mayo. Bisschen Senf. Senf. Pickles. Pickles, Salat, Tomate. Nee, Salat. Ganz viel Bacon. Zwiebel. Leute, also, macht's nach. Wenn ihr Fragen habt, schreibt unten rein. Es lohnt sich. Also, Freshman steht da gerade. Ich mach mal hier. Ne, hier,
schön die Glocke unten anmachen, dann verpasst ihr nämlich kein Video mehr von uns. Falls ihr es doch noch nicht gemacht habt, gerne liken, gerne uns subscriben. Wir würden uns sehr freuen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Barbecue Madness. Genau, richtig. Tschüss. Subscribe, subscribe. Subscribe, subscribe. Subscribe, subscribe. Subscribe, subscribe, yeah! Subscribe.